Hallo Leute, ihr könnt mich jetzt auch gerne per Bitcoin unterstützen, falls ihr schon dabei seid. Den QR-Code seht ihr gerade oder benutzt die Adresse, die unten in der Beschreibung steht. Danke, es geht los. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Hallo Freunde der DJI Mini 2. Ja, es ist Hochsommer. Ich habe gerade einige meiner Startpunkte für die Langstrecken abgeklappert und gesehen, da stehen 3 Meter hohe Maisfelder. Da kann ich überhaupt nicht starten, weil da habe ich überhaupt keine Sicht übers Feld. Also muss ich erstmal warten, bis der Mais wieder weg ist. Und so wie es aussieht, kommt da vor mir auch gerade wieder ein großes Maisfeld. Naja. Jo, ich bin hier bei meiner allerersten Langstreckenstrecke in Arneburg. 4 Kilometer bis Deiche und wieder zurück. Und da mir im Moment nichts Besseres einfällt, fliegen wir da einfach mal lang. Ich bleibe mal ein bisschen im Tiefflug. Ich hoffe, der Wind stört nicht zu sehr. Gucken wir mal. Höhe 8 Meter. Ich hoffe, man versteht mich. Ja, ich habe jetzt in der letzten Zeit wegen der Sommerhitze immer mit dem Smartphone-Display mächtige Probleme gehabt. Weil die Smartphones, wenn die heiß werden und die Sonne raufknallt, dann dunkeln die den Screen ab. Und das ist sehr, ja, nicht schön. Vor allem, wenn man dann auf weiter Strecke nicht mehr so viel sieht. Ach, hier ist gerade die Silagegrube. Erkennt man gar nicht wieder, wenn die mitten im Mais steht. Ja, deswegen habe ich mich entschlossen, mir mal den DJI Smart Controller zuzulegen, weil der soll ja ein extrem helles Display haben. Das ist vielleicht eine gute Investition, zumal ja auch die kommenden Mini-Drohnen, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen, wahrscheinlich mit dem Ding kompatibel sind. Also ist es ganz gut, wenn man sowas hat. So, mal schauen, was das Smartphone-Display jetzt sagt während des Fluges, ob sich das Smartphone wieder erhitzt. 1000 Meter haben wir. Ich bin relativ niedrig. Ich kann ja mal ein bisschen niedriger gehen und dann gucken wir mal, was OcuSync sagt zur Verbindung. Ob OcuSync das noch mitmacht. Hauptsache, ich knall hier nicht in den Mais rein. Da hinten kommt irgendwie was anderes. Da kommt wohl ein Weizenfeld oder Korn. Oder ich weiß nicht genau. Gucken wir mal. Der Mais scheint hier zu Ende zu sein. Ja, die Verbindung ist schlecht. Was ist denn das hier? Ach, das war mal Raps. Ist immer noch Raps. Ist ja nicht mehr gelb. Jo, und immer noch sehr niedrig. Verbindung geht halbwegs, also OcuSync ist schon nicht schlecht. Zeigt hier oben allerdings rote Balken an. Ja, dann wird das heute bloß mal ein kurzer Flug Richtung Norden. Vielleicht kommen wir bis zur 4-Kilometer-Grenze. Weiter geht es ja da nicht. Da ist dann die Papierfabrik. Und da hätte ich von der Position aus dann noch keinen Empfang mehr. Meiner anderen Strecke in Arneburg hier stehe ich ja deutlich erhöht. Da bin ich so 10, 15 Meter über dem Bodenniveau und da habe ich 10 Kilometer Sicht nach Norden. Klappt hier nicht so weit, aber naja. Ich gehe mal noch mal ein bisschen runter, mal gucken, was die Verbindung sagt. So, 5 Meter Höhe, dünner Wetter auf die Entfernung, 2000 Meter. Mit jede Menge Buschwerk dazwischen und ein Maisfeld. Ja. So, jetzt kommt gleich diese Buschreihe. Da sind häufig Rehe drin. Sehen, ob wir da gut rüberkommen. Ja, bis jetzt macht das Smartphone-Display hier noch gut mit. Die Sonne knallt halt nicht ganz so doll. Ist auch noch nicht allzu heiß. Ein bisschen warm wird es jetzt langsam. Ja, vielleicht könnt ihr mal in die Beschreibung reinschreiben, ob ihr auch schon solche Probleme hattet mit dem Smartphone-Display, dass das Smartphone zu heiß wurde und dass es deswegen Probleme gab. So, da müssen wir aber rüber. Okay. 2400 Meter. Jetzt gehe ich mal hinter dem Buschwerk runter. Mal sehen, ob noch Verbindung da ist.
Ja. Bildschirm kriselt jetzt ganz schön, also vier Videodaten kommen nicht mehr an, aber ich bin hier 5 Meter hoch über dem Feld, maximal auf 2600 Meter Entfernung. Donnerwetter, Verbindung ist noch da. So, jetzt kommt schon Deichau. Ist auch der Lipo, 77%, sieht super aus. Links die Baumgruppe ist der ausgetrocknete Dorfteich und rechts kann man jetzt schon die ersten Häuser sehen. Also ich habe jetzt sehr schwache Videoverbindung, aber man sieht immer noch was. Schwaches Signal zeigt er jetzt an. So, da müssen wir auf alle Fälle rüber über die Buschreihe. Aber wir bleiben ruhig mal ein bisschen im Tiefflug, dann macht die Sache ein bisschen mehr Spaß. Mal schauen, ob wir dahinter noch Kontakt haben. Ja, immer noch Kontakt da, also ich staune in der Höhe. Da machen wir dann mal, ja, wie nenne ich das Video? Langstreckentiefflug bis 4000 Meter. 71% Lipo. Ja, da fliege ich bis 4000 Meter und dann machen wir Schluss. Ich gehe mal jetzt ein bisschen höher, bis auf die erlaubte Standardflughöhe. Bis Ende 2022 dürfen ja Vereinsmitglieder noch nach den alten Regeln fliegen. Also immer noch Langstrecke. Was dann kommt, weiß im Moment keiner. Aber sind noch 1,5 Jahre und da mache ich mir jetzt noch überhaupt keine Gedanken drum, wie es dann weitergeht. Ja, ich hoffe, man versteht mich. Es bläst doch ein bisschen von links rein. Nordostwind. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. So, wir fliegen noch bis 4000 Meter. So, hier bei der Straße ist ungefähr die 4000 Meter Grenze. Hier bin ich ja öfter schon gelandet, auch damals mit der Mavic Mini hauptsächlich, als wir die extremen Langstreckentests gemacht haben. So, 4000. Jetzt. So, wir schauen mal kurz. Schauen, ob das Trafohäuschen noch da ist. Das ist noch da, glaube ich. Ja. Da bin ich auf das gelandet. Aber wir haben noch genug Strom im Akku, im Lipo, um zurückzufliegen. Bei der Mavic Mini war das dann immer schon grenzwertig. So, nicht viel los in der Papierfabrik. Und wir fliegen zurück. Das ist meine Strecke. Ich gehe einfach mal ein bisschen runter. Guck mal, wie die Verbindung aussieht. Smartphone-Display ist zum Glück noch halbwegs hell, ist noch nicht überhitzt. So, Tiefflug auf 3700 Meter Entfernung mit ganz schwachem Videosignal. Ja, kann man auch was machen, wenn weit und breit kein Mensch unterwegs ist. Hier kann man niemanden treffen, hier ist niemand auf dem Feld. Zwar ab und zu alle paar Monate mal einen Traktor gesehen bei der Ernte, aber naja, wenn die Drohne auf den Traktor fällt, da passiert wohl nicht viel, denke ich mal. Ist das schon mal passiert irgendwo auf der Welt? Ja, doch, ich glaube, in irgendeinem Video habe ich das mal gesehen. Sachen gibt's. So, das Tiefflug. Jo, das war zu viel. Tatsächlich kurz die Verbindung weg. Mal gucken. Ja, das sollte man vor so einer Buschreihe vielleicht nicht machen, sonst knallt man da rein. Ich hatte kein Video mehr, aber die Signalverbindung war noch da. Das ist schon erstaunlich, das wird dann so schmalbandig, dass dann wirklich bloß noch die Steuerung durchkommt und das Videosignal ist dann weg. So, ich gucke mal kurz auf die Karte, ob ich exakt genau zurückfliege. Bisschen noch rechts steuern. Ja, so sieht's gut aus.
Ja, ich muss hier aufpassen, weil ich flicke auch die andere Strecke, wo der Startpunkt ja rechts am Horizont ist. Da muss ich mich da ein bisschen anders orientieren auf dem Rückflug. Sonst lande ich irgendwo, wo ich gar nicht hin will. So, nochmal ein bisschen Tiefflug vor der Buschreihe. Oh ja. Oh ja. Signal ist da. Na gut, was sagt denn der Lipo? Ich kann das hier mal so schlecht erkennen, wenn die Farben umschalten. 48%. Sieht gut aus, wir sind auf dem Rückflug. 2200 Meter sind wir wieder am Startpunkt. Ja, das war dann mal ein Sommerflug auf der 4000 Meter Strecke in Arneburg mit ziemlich viel Tiefflug. Ich glaube, jetzt können wir es wagen, hier mal wieder richtig tief runter zu gehen. Noch 2000 Meter. Ja, OcuSync ist wirklich nicht schlecht. Nächste Woche kommt mein Smart Controller. Der soll ja ein extrem helles Display haben und von minus 20 bis plus 40 Grad keine Probleme machen, da ich ja wirklich in dem Bereich arbeite. Ich wollte immer mal einen Hitzetest machen mit der Drohne, konnte ich bis jetzt nicht, weil das Smartphone dann immer versagt, wenn draußen 35 Grad sind. Aber jetzt haben wir noch ein paar Wochen Sommer, vielleicht haben wir noch mal 35 Grad, dann testen wir mal den Smart Controller und schauen mal, ob der mit solchen Hitzebelastungen zurechtkommt und vor allen Dingen, ob die Drohne auch bei 35 Grad noch gut fliegt. Ich glaube, die hat gar keine Zulassung für 35 Grad. Nee, oder? Weiß nicht. Wo ist da die Grenze? 30 Grad. Muss man mal in die Anleitung schauen. Also bei minus 12 Grad, bei minus 13 Grad habe ich ja die 5000 Meter Strecke hier mal geflogen. Da ist ja ein wunderschönes Video bei rausgekommen. Findet ihr in meinem Kanal. Ich suche gerade nach der Silagegrube. Kommt ihr da jetzt noch? Jetzt gehe ich mal kurz hoch. Ach, da ist er ja, genau. Was ist denn das hier? Ist das wieder das Maisfeld? Ja, das Mais unter mir. So, und gucken wir noch mal kurz die Silagegrube an. Ich dachte mal, da haben sie Panzer drin gewaschen. Nee. Gott sei Dank gibt es ja viele aus der Landwirtschaft, die zuschauen, die wissen, was das ist. Aber viele Aktivitäten waren da drin in den letzten anderthalb Jahren nicht zu sehen. Manchmal sieht man kleine Tiere da drin, ein paar Häschen habe ich ja schon mal gefilmt. Nicht viel los. Da steht ein Busch. Schauen, ob man hier mal eventuell ein bisschen tiefer gehen kann und mal gucken, wenn die Verbindung abreißt, müsste die Drohne theoretisch ich habe immer noch Verbindung. Ich mache mal den Gimbal wieder hoch. Uiuiui. Oh, Leute, guckt euch das an, ist das geil, da sind wir jetzt voll auf Bodenhöhe eines riesigen Maisfeldes in 700 Meter Entfernung und okay. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Und OcuSync funktioniert immer noch super. Oh, ich bin ja ziemlich dicht an der Betonkante. Naja, anderthalb Meter vielleicht noch mitten im Maisfeld. Schwaches Signal, sagt er, ja. Okay, ich hüpfe mal hoch, wenn wir die Drohne nicht überstrapazieren. Aber das war jetzt schon interessant. Ja?
wirklich mitten ins Maisfeld abgetaucht. Auf die Entfernung ist schon Wahnsinn. So, und wenn wir mal den Weg suchen, und dann fliegen wir mal den Weg zurück, soweit es geht. Vielleicht schalte ich dann auf den Cine Smooth Modus um. Ist irgendjemand unterwegs? Nee. Vorsichtig sein, wenn wir hier wirklich den Weg lang fliegen wollen. Schön runtergehen. 400 Meter Entfernung. So, genau, jetzt machen wir mal ein bisschen Tiefflug-Action. Ja, macht sich gut. Macht sich wirklich gut. Ich glaube, Cine Smooth Modus ist wohl ganz angebracht für solche Aktionen. Ist gut, dass die Sonne nicht so knallt, ist immer ein bisschen bewölkt. So, sind wir gleich wieder da. Schalte ich mal in normalen Modus. Landing.